Good morning, Himmels. Welcome. This is Christ the King Sunday, and the Sunday when we are celebrating our heritage. We will be worshiping in the language of our heritage, the Pennsylvania Dutch dialect, which I know some of you are speakers. This was done almost 50 years ago now, when there was a service entirely in the dialect, and that was for the occasion of the congregation's 200th anniversary. And we are now bringing it back as a prelude to our observance of the 250th anniversary coming up in the year 2023. And I want to welcome all of our members and all of our guests who are joining us here in person and also online. There is a translation, as you've noticed, if you've been looking at your bulletin, for those who do not know the dialect. And the hymns for this morning are going to be in the blue folder. So I would like to ask everyone at this time just to check and make sure there is a blue folder in your pew. We do have a couple extras. If there's anyone who can't find one, please raise your hand and we'll see that you get one of the extras. Everybody have a blue folder? Okay, very good. The numbers are indicated in your bulletin. If you're a speaker of the dialect, please sing heartily. And if you are not a speaker of the dialect, please follow those who are, as you are comfortable. The same goes for the congregational responses, which are printed in the bulletin in bold type. And I wanted to make note, we will all be singing in unison the doxology as Lobstück, which follows the second hymn. That's the place where we would be taking an offering in the times when we did that. And of course, we now have the plates in the rear of the church to receive contributions instead of passing them in the pews. But that is the place for the doxology. And then, as is our custom for worship here, we will be reciting the Apostles' Creed together, and Dan Schwalm will lead us in that. I want to thank everyone who has a part in today's service. We have participants who are from our own congregation and guests, and especially I want to thank Dan for really being our key resource person to put this together, our translator, our pronunciation coach for those of us who were not familiar with the dialect. And also, I think we have some of our participants from Himmels up front here, if you just maybe want to stand. Richard and Jeannie Adams, and Jean Bonner, and Robin Latshaw. Robin's back in the back. And we also have participating from the class, Mark Skinner and Alice Spade. Okay. And I want to thank Matt Rebuck, our choir director, for helping to get the hymns together in the dialect, and everyone in the choir for your assistance with that as well. This has really been something kind of different for us, and it's been fun, and I've been really looking forward to our worship together this morning. Okay, other announcements. I want to thank everyone who brought a donation for the backpack program. This is the Sunday, the third Sunday of the month, when we customarily collect on behalf of that program. Today is the deadline for ordering Christmas wreaths. If you wish to place an order and you have not done so, you can see Arletta after the service today. She's standing in for Betty, who is home quarantining with Greg, who has COVID, as we'll mention when we go over the prayer list additions in a few moments. And I would like to invite all of you who are here, particularly from this community, to return this evening for our community Thanksgiving service sponsored by the Koinonia Ministerium. And we will be having a traditional collection on behalf of the Line Mountain Food Bank at that time. So, and I know we're a generous people here, and we have two opportunities to be generous on this day. I also want to mention that the shoe boxes need to be loaded after today's service. If you're able to stay and help with that, your assistance will be appreciated.
And I will be on vacation this coming week. Vicar Jody Ellis will be available for pastoral calls. And next Sunday, Pastor Sally Dries will be here as our supply pastor. And if you turn to the back page of your bulletin, we have the honor roll for our talented young people. We have many good students in this congregation, and I would just like to recognize them at this time. From Line Mountain High School, the Distinguished Honor Roll, Cassie Snyder. I think I see her back there. You want to put your hand up? Okay. Evan Swinehart. Not sure he's here today, so you can congratulate him next time you see him. And Kylie Troutman. Okay. And middle school at Line Mountain, Ava Steele. And Upper Dauphin Middle School, Kai Hicks, honorable students, and not present with us this morning, but you can congratulate them when you see them as well, or members of their family will extend your congratulations. Let's have a round of applause for these talented students. Okay, any other announcements from anyone before we turn to the prayer list additions? We have a number of persons to add today, and of course, since we are doing the service in the dialect, we won't be having our traditional prayer of the church, so we won't be speaking the names of persons for whom we are praying during the service, but I would invite everyone to remember all of these individuals in your personal prayers through the coming week. We're praying for COVID patients, Don Wendt, Dave Wendt, Todd Zimmerman, and Greg Erdman, cancer diagnosis, Greg Comer, heart issues, Denny Reynolds, preparing for surgery, Mary Ann Troutman, and recuperating from surgery, Bernice Bordner. Anyone else to add? Okay, well then I would invite everyone to listen to the prelude as we continue to prepare for what I'm hoping is going to be a very meaningful worship experience for all of us. Thank you.
Gude Maria. Im Gott im Vater, im Sohn, und im Heiligen Geist sein Name. Amen. O Herr, du bist in unserer Mitte, und wir kennen dein Name. Verlass uns nicht, O Herr, unser Gott. Wir denken nah an unserem himmlischen Vater, wo uns gemacht hat, und uns bald, und uns liebt mit einer ewigen Liebe. Du, O Gott, bist unser Herr. Wir haben den Herr Jesus, wo reich war, und für uns doch arm war is. Hat kein Sinn gedu, und hat's Himmelreich gepredigt. Hat den Himmel aufgemacht, zu all denen, wo im Glaube. Kommt wieder aus Church und König. Du bist unser König, O Jesus. Mein Leben mit der Graf vom Heiligen Geist, wo uns in Gott seine Familie gebracht hat. Und macht das mal mit Duna, als mal Frohe oder Denke. Ma ehre dich, O Heiliger Geist. Mag die Friede vom Herr mit euch all sei. Da könnt euch setzen. Wir sind arg froh, als der kommen seid für unser deutsche Predigt und karige Dienstheit. Drei Wochen zurück, wo die Pater Chain gesagt hat, mit welcher die ganz Dienst in Deutsch, du, habe ich gesagt, könnte man nicht just die Lieder singen. Aber sie hat gesagt, nee, man tun das ganze Ding auf Deutsch. So, man probiert das erstmal in 50 Jahren. In selben 50 Jahren aber
hän mä puhumol venihdeutsch kat. Da Henry Reed is aufgewachsen in unser Karich und hat es zurückgekommen als Paarware und es zurückgekommen und hat gepredigt. Hat gesagt, unser deutscher Spruch kann, in unser deutscher Spruch kann man Sachen sagen, als man nicht in Englisch sagen kann. Hat angefangen mit dem Englischwort sloppy. Hat gesagt, in Deutsch kann man sloppy sagen, in Poorwehr. In Englisch kann man just, wenn man sloppy ist, ist man sloppy. Aber und selten Deutsch sagt man, man ist schlappig. Okay, man ist schlappig, if we're sloppy in English. Aber wenn man schlappig ist im Kopf, ist man lappig. Okay, man ist nicht vergessen. Und wenn man schlappig ist in die Fies, ist man dappig. Ich habe sehr lang gedacht und ich denke nicht an der Parodie, ohne sei schlappig, lappig und dappig predig. Also, lass uns beten. Herr, öffne unsere Herzen und Minde bei die Kraft von deiner Heiligen Geist, sodass, als die Schriften gelesen waren und dein Wort ausgerufen ist, mehr höre mit Fröhlichkeit, was du uns heute sagst. Amen. Die erste Lesung ist von 7. Daniel, die 9. bis die 10. Verse und die 13. bis die 14. Verse. Wie ich geguckt habe, war ein Königstuhl aufgehockt, und Seele von der Ewigkeit hat sich auf eins von dem Königstuhl gehockt. Sein Kleider war weiß wie Schnee, und die Haare auf seinem Kopf waren wie weiße Wolle. Sein Königstuhl war am Flamme mit Feuer, und die Räder vom Stuhl waren am Brenner. Ein Räder von Feuer war am Laufen, und es fand ich ihm rauskomme. Tausends und Tausends haben ihm gedient, und 10.000 mal 10.000 haben fand ich ihm gestanden. Die Richter haben sich angekocht, und die Bücher waren aufgemacht. In my vision durch die Nacht habe ich geguckt, und da war einer wie ein Mensches Sohn. Ist komme mit die Wolke vom Himmel. Ist zu Seele von der Ewigkeit gelaufen und war noch von ihm gefeiert. Und was ihm Macht, Herrlichkeit und königliche Kraft gebe. So es die Leid von alle Länder, Volk und Sprüche ihn dienen dün. Sei König Kraft ist in ewige Kraft, es nie net vergeht. Und sei König Reich hat kein End. Der 23. Psalm. Der Herr ist mein Schofhüter, ich hab kein Mangel. Macht mich hinlegen in die grüne Wad. Führt mich aus Stillwasser. Tut mein Seel aufbauen. Führt mich auf ein Pfad von Gerechtigkeit, wie Seel sei Wille ist. Wenn ich dadurch da lauf, wo der Schade von dort ist, fahricht ich mich nicht, weil du bei mir bist, dein Stang und dein Stock, die draschte mich. Du hast den Dicht zugerichtet,
grad bei meiner Wind. Du duscht Eil auf mein Kopf ist voll und läuft über. Ich bin schon als Gutes und Warm, Herzlichkeit zu mir kommt alle Tag, von mein Leben und ich will in Gottes Haus wohnen für ewig. Thank you.
Es zweitleses ist von der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 4 bis 8. Johannes zu die sieben Gemeinden in Asia. Gnade sei zu euch und Friede, von dem wo ist, wo war und wo noch kommt, und von die sieben Geister, als wann an seinem Stuhl sind, und vom Jesus Christus, der wo ein Zeugnis gibt, der wo der Erstgeborene ist von den Toten und wo immer die Könige von der Erde ist. Zu ihm, wo uns lieb gehabt hat und uns gewaschen hat von unserer Sünde mit seinem Blut. Hat uns Könige und Priester gemacht zu Gott und sein Vater. Zu ihm sei Herrlichkeit und Gewalt für immer und immer. Amen. Seht, kommt mit die Wolke und alle Augen zählt ihn seine, und all Selle aus ihn dadurch gestochen hin. Und all die Schlechter von der Erde zähle heile wie ich ihm. Amen. Ich bin der Alpha und der Omega, der Anfang und das End, sagt der Herr, der wo ist, wo war und wo noch kommt, der Allmächtige. Vom 8. Kapitel Johannes, Vers 33 bis 37. Da Pilatus ist noch wieder ins Richthaus neigangen und hat Jesus gerufen und hat gesagt zu ihm, bist du der König von den Juden? Jesus hat gesagt zu ihm, sagst du das von dir selber? Oder haben andere das gesagt zu dir wie ich mir? Der Pilatus hat gesagt, bin ich ein Jud? Kei anje Leid und die Höckenpriester haben dich evergedreht zu mir. Was hast du gedu? Jesus hat gesagt, mein Königreich ist nicht von die Welt. Wenn mein Königreich von die Welt wäre, däte mein Knechte Fechter, so es ich nicht übergedreht, fahre de zu die Juden. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Der Pilatus hat noch gesagt zu ihm, dann bist du ein König? Jesus hat gesagt, du sagst, dass ich ein König bin. Für das war ich geboren und für das bin ich in die Welt gekommen, für Zeugnisgeber zu der Wahrheit. Alle Episen von der Wahrheit ist, Herz, mein Stimme. To invite all of the children of the congregation to come forward for the children's time, and Kylie Troutman is our presenter. And then we have a little surprise for all of you. A long time ago, before you and your parents and even your grandparents were born, a group of people came to Pennsylvania all the way from Germany. They settled in this area and started their own churches here, just like this one. Because they were from Germany, everyone that lived here spoke German. Eventually, other people from other countries began to move here and everyone started speaking English. When that happened, some people began speaking a mixture of two languages, which we call Pennsylvania Dutch. It's not quite the original German language, but it's definitely not English. That's what the service is being spoken today. We are celebrating our past and where Himmels came from. Thanks to those German settlers, we are able to meet and worship with our friends and family right here at Himmels every week. Let's pray. Dear God, thank you for guiding your followers to this area a long time ago.
We are so thankful for our heritage and the beautiful area where Himmels was able to grow. Thank you for our amazing church family. Amen. Guten Maria. That's good morning in Pennsylvania Dutch. Now, our ancestors that Kaylee just talked about were very serious about church and school and work. And when they first got here, one of the first things they did here at Himmels was build a church and a school. But they also liked to have fun. And as more and more other people started moving in, they wanted to know who the people were that they could talk Dutch to. So they had to do it in a way that was not offensive to anyone. So they came up with a little question that said, "Kunst du mich fangen?" Okay, "Kunst du mich fangen?" Can you say that? "Kunst du mich fangen?" What does it mean? It says, "Can you catch flies?" Okay. Now, the answer to that was, "Ja, wann sie hocke bleiben." Ja, wann sie hocke bleiben. Yes, if they stay sitting. So if a Dutchman wanted to know if anybody could talk Dutch, he would go over to him and say, "Kunst du mich fangen?" And if he got an answer back that said, "Ja, wann sie hocke bleiben," he knew he could keep on going and talk a little bit of Dutch and have some fun. And you can do the same thing. If you have a grandmother or a grandfather who still speaks Dutch, you can go to them and say, "Kunst du mich fangen?" And they should come right back and say, "Ja, wann sie hocke bleiben." Die Bibel sagt uns, dass Christus ein König ist. Aber ist ein König, als kein Reich hat in der Welt. Sein Reich ist im Himmel. Wir sind in der Welt ganz weit von Himmel. Wir sollen uns weg sagen, als in der Welt auge. Was denke die Leute, dass Gott die Sache net sein Pfeil weit weg ist? Wir sind an der Himmelskarik und vice versa. Wir wollen Gott fromaka und in Ehre mit dem Name von unser Karik. Wir wollen leva als gedrehe Leit von Gott, Leit die herkommes Ehre und von ihre Vorelde Gert sei Varda. Mir wella bei ihre Wart von Ehrlichkeit, Gudelwischkeit, hatte Arvet und Gedreia bedienen leva. Von mir so duna is Gott froh ver uns. Mag Gott heit froh ver uns sei, als mir unser herkommes Ehre. Und Gott, Ehre. Amen. Thank you.
was mir glaube. Ich glaube in Gott, der Vater allmächtig, wer der Himmel und Erde erschafft hat, und in Jesus Christus, sein einzig geliebter Sohn, unser Herr. Wer war begriffen von der Heilige Geist, geboren als die Jungfrau Mary, zuffert unser Pontius Pilate, war gekreuzigt, tot und begraben. Er ist nun ergangen in die Hölle und auf der dritten Tag ist wieder aufgestanden von dem Tod und aufgegangen in den Himmel und hockt auf die rechte Hand von Gott, der Vater allmächtig. Von dann kommt er, für die, wo leben und die, wo tot sind, zu richten. Ich glaub in der Heilige Geist, die heilig gedollisch karig, die heilig als Zusammenbringer, unser Sünde vergeben, die Auferstehung von der Körper und es ewig leben. Amen. Unser Vater aus im Himmel, geheiligt ist dein Name, dein Königreich soll kommen, dein Wille soll geschehen werden, auf die Erde grad wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schulden, wie wir anderen ihre Schulden vergeben. Wir uns set in Versungen, aber erlass uns von Evil. Für dich ist ein Königreich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Save us, O my friend, please.
Der Herr segne dich und halt dich. Der Herr mag sein Gesicht auf dich leuchten und sei gnädig zu dir. Der Herr hab sein Gesicht auf dich und gib dich Friede. Lieber Gott im Himmel drin, lass uns deutsche, was wir sind, und erhalt uns alle Zeit unsere deutsche Freilichkeit. I hope it's been a meaningful worship experience for everyone, and you're all invited to stay for refreshments after the service, which is now ended. Okay. Well, how was my pronunciation? Was it passable? Yes, yeah, it was good. Yeah. I thought